Na, habt ihr mich vermisst? Mich wohl eher nicht, aber dafür doch bestimmt Hyrule Warriors. Zeit der Verheerung. Ich hab hier gesehen, hier kriegen wir das Fleisch her, was wir noch brauchen. Hier für diverse Missionen, hier zum Beispiel, oder wo war es hier, glaube ich, auch? Nee, da jetzt nicht. Aber hier oben noch für einige. Für zwei weitere, glaube ich. Hier, nein. Hier. Und noch irgendwo anders. Ich weiß jetzt nicht, wo genau. Aber ist ja auch erstmal egal. Das werde ich wahrscheinlich off-cam machen, weil wir müssen... Ah, okay. Ich habe mich gerade schon gefragt, warum da unterstützen steht. Wir müssten dafür halt diese Mission nochmal hier machen. Und... ich weiß nicht, ob ihr da Bock drauf habt, euch nochmal dieses Ding anzuschauen. Weil das ist ja auch eine größere Schlacht. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine kleine Aufgabe wie dieses hier. Sondern es ist wirklich eine große Schlacht, eine große Hauptmission. Und ich glaube, das mache ich einfach lieber auf Cam. Und deswegen machen wir jetzt hier beim Dorf der Soras weiter. Mit Mipha. Der Prinzessin der Soras. Ich bin schon wieder zu dumm zum Reden heute. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich denke, wir machen uns erstmal wieder einen leckeren Dampffisch. Der den erlittenen Schaden um 5% reduziert. Und... ah, Moment. Wir brechen noch nicht auf, weil mir gerade auf... beziehungsweise wieder eingefallen ist... dass der kleine Roboter mir hier gesagt hat, ich soll bitte in die Schmiede. Macht auch Sinn. Ich meine, wir sind lange nicht mehr hier gewesen. Und deswegen lohnt es sich jetzt mal wieder hier reinzugehen. Und ich kombiniere direkt dieses Ding. Ja. Ja, ja. Ich denke, es passt so. Nur für 250 Rubine. Okay, das ist ziemlich geil. Und ich denke, wir kloppen direkt den Rest hier weg. Ja, komm. Für 200 Rubine. Dafür haben wir jetzt schon ein echt ordentliches Schwert. Nur für Daruk haben wir immer noch nicht wirklich... ja, doch. Doch. Ich wollte sagen, wir haben noch nicht wirklich eine gute Waffe, aber wie es scheint, haben wir für Daruk doch echt schon ein solides Stück, was wir aber noch viel heftiger verbessern können. Und ich denke, ich kloppe das jetzt einfach alles da drauf. Ich meine, warum nicht? Wir haben genug Rubine. Wir kämpfen direkt mit Link und Daruk. Ich denke, das ist echt eine gute Idee. Und dann haben wir für Daruk... ah. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Kannst du mir nochmal anschauen? Ja. Stärke 36. Und für Link auch Stärke 36, so wie ich sehe. 31 plus 5. Ich weiß nicht, ob die 5... nochmal irgendwie extra wirken, irgendwie anders wirken oder so. Aber ich gehe mal davon aus, dass es genau das gleiche sein wird. Ich weiß nicht, warum es jetzt anders angezeigt wird. Ist ja auch egal. Wir zocken jetzt auf jeden Fall erstmal los. Hat ja auch lange genug gedauert. Die Soras leben im Dorf der Soras in Ranel. Sie macht schon mal Sinn. Sie ein Leben in Wassernähe und werden um einiges älter als Angehörige anderer Völker. Okay. Auch älter als die Goron? Mipha, die Sora-Prinzessin mit der Kraft der Heilung, wurde aufgrund ihrer Fähigkeiten ausgewählt, den Titanen des Wassers Varud
zu steuern. Mhm. Mit Link an ihrer Seite begab sich Zelda zum Dorf der Soras und erhielt eine Audienz bei König Dorifan. Doch dann... Ja, was dann? Ja, die kriegen sich jetzt aber nicht schon wieder das Kloppen da, ne? Sonst, weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Boah, was ist das denn für einer? Ja. Und Link und sie verstehen sich doch auch richtig gut. Es geht mit großer Gefahr einher, einen Titanen zu steuern, um die Verheerung zu versiegeln. Wie es heißt, ist der ersehnte Ritter noch nicht erschienen. Und die Vorbereitungen auf die Verheerung sind mangelhaft. Mhm. Tochter darf sich auf keinen Fall in solch eine Gefahr begeben. Aber... König Dorifan, ich bringe Neuigkeiten. Ja. Ja, siehst du? Die verstehen sich doch gut, die beiden. Du bist wirklich groß geworden. Ich mag die Stimme aber nicht. Es tut mir leid, aber ich mag die nicht. Ja, er sagt immer noch nichts. Oh. Ist der Kleine ein Wächter? Ja. Wie süß. Ja, entspann dich mal, ist ein Roboter. Eine Horde von Monstern nähert sich vom Donnerhorn aus dem Dorf. Okay. Und mein Vater? König Dorifan höchst selbst führt unsere Krieger der Bedrohung entgegen. Aha, Ehre. Sidon ist ja gar nicht bei euch. Sidon wird vermisst? Was nervt er eigentlich die ganze Zeit? Können wir mal kaputt machen? Aber wir auf so einen Wecker draufhauen. Wir kümmern uns um Sidon? Hilfst du den Dorfbewohnern? Sehr wohl. Ich finde, die Stimme klingt so ein bisschen arrogant, so ein bisschen hochgestochen und das passt einfach nicht zu Mipha, finde ich. Weil sie ist halt eher zierlich, einfühlsam, so. Aber jetzt nicht wirklich arrogant oder so, also finde ich einfach, dass die Stimme nicht wirklich passt. Es ist eine gute Synchronstimme, aber halt nicht für Mipha, finde ich. Tut mir leid. Oh, shit. Und ich bin... Ach, scheiße. Ich bin hier komplett aus den Dingen raus. Also erwartet nicht allzu viel von mir. Ich bin hier halt wirklich komplett aus diesem Game raus. Ich hab auch... Ach, wir können sie steuern? Ja, gerne überlasse ich das dir. Let's go. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie man nochmal... Ah, ich krieg gerade richtig aufs Maul. Wie ging... Ja, so ging das. So? Ja. Jetzt aber. Ah, scheiße. Ich bin gerade richtig schlecht. Oh, Moment. Jawohl, jetzt. Das hat ihn richtig Damage gemacht. Ich muss auch nach wie vor auf die Zeichen achten da.
Sonst... Er spackt erstmal eine Runde rum, okay. Der Sora-Hauptmann wurde gerettet. Ja, das ist doch schon mal was. Nice Fortbewegungsmechanik. Geht das jetzt nur, weil es regnet? Oder ist hier Wasser? Und deswegen kann sie das? Ich schau mal. Nee, das geht auch so. Dann denke ich, weil das ist, weil es regnet. Weil wenn das sonst gehen würde, es wäre ein bisschen... Naja, unlogisch. Im Mindesten. Ah, jetzt habe ich dich aber. Ja, komm. Ach, scheiße. Ich hab's nicht gesehen, was das war. Boah, ich lass mich hier richtig verprügeln gerade. Das ist richtig peinlich. Aber wie gesagt, ich hab das Dingen lange nicht mehr gespielt. Dementsprechend bin ich auch sehr schlecht. Ich hoffe, das merkt man dann zumindest ganz am Ende nicht mehr im letzten Kampf. Weil das wäre halt echt nicht gut, wenn es dann zum richtig heftigen Fight geht. Und ich bin einfach schlecht wie nie. Oh, sie kann aber... Oh, das ist krank. Das ist krank mit diesen Blobs. Wir müssen aber jetzt generell erstmal... ja, wechseln. Beziehungsweise... Nee, das wollte ich gar nicht. Nee, das wollte ich gar nicht. So, hier. Finde Sidon. Ja, ich hätte halt gern gesehen, wo der... Ah, der Sora-Hauptmann ist hier. Okay, alles gut. Oh, shit. Ja. So, jetzt aber. Ey! Ah, jetzt aber. Ah, jawohl. Holy shit. Der hat richtig aufs Maul bekommen, der Junge. So. Und jetzt schauen wir mal. Wer ist hier am nächsten dran? Link anscheinend. Okay. Und ich krieg mal wieder aufs Maul. Aber ich hasse auch diese Pyromagi, heißen sie, glaube ich, in der Mehrzahl. Ah, nee, war schon richtig. Ich war schon rein gezoomt, auf ihn gelockt. Aua. Was hat er denn da? Bomben? Jawohl. Und jetzt Schmetterangriff. Und dann haben wir dich. Als nächstes bin ich an der Reihe, also sieh mir zu. Okay. Hier gibt es aber noch was zu tun, oder nicht? Ja. Und zwar den anderen Pyromagus da wegböllern. So. Jetzt böllert alle richtig drauf auf den Spacken. Nein. Mach doch. Ja, komm. Jetzt ist er doch... Was machen die denn alle? Die machen gar nichts. So, wir haben ihn aber. Obwohl die alle useless wie nichts waren. Vielen Dank für eure Hilfe. Allein, oh, dieser Sidon. Ich hoffe wirklich, er bleibt dem Donnerhorn fern. Was denn da? Ist da die Schlacht? Ein Blitzmoblin. Wo? Ja, wo denn? Bei diesem Plus? Da auf der Karte oder wie? Ja, also hier geht auf jeden Fall was ab. Nur da unten ist halt jetzt der Punkt erschienen.
Ich denke, wenn ich das hier erstmal frei mache, das wird nicht besonders schlimm sein. Oh shit. Ah, ich hab doch gedrückt. Nur zu spät. Jetzt habe ich dich aber. Und down. So. Was? Sind alle hier oder was? Nee. Nee, sind eben nicht alle hier. Beziehungsweise da an dem Ort, wo ich gerade gefightet habe. Aber Mifa war auf jeden Fall da. Wie kann ich da nochmal... Ah, so. Alles klar. Und es geht anscheinend um einen Eispyromagus da. Also böller ich ihn direkt eine Bombe ins Face. Und haben wir ihn direkt? Jawoll. Instant down den Jungen. Wie bitte? Scheint fast so, als wollten sie uns austricksen. Ja, womit? Müssen das Dorf beschützen. Ja, ist gut. Nerv nicht. Oh, und da ist anscheinend auch der Blitzmoblin. Oh, shit. Verbündeten Befehle erteilen. Ja, ich habe Link jetzt erst... Ja, okay, der ist jetzt schon hier. Ich habe ihm jetzt gesagt, er soll da auf den Typen drauf kloppen. Macht er das jetzt auch? Aua. Ja. Ich krieg den Attackenhagel leider nicht hin. Oh, Moment. Ah, jetzt habe ich ihn aber. Ich glaube, jetzt habe ich ihn. Ich weiß nicht, ob das mit dem Eis was gebracht hat. Aber ich habe zumindest seine Attacke abgebrochen, denke ich mal. Okay. Let's go, Mifa. Du kannst das. Der Sora-Hauptmann befindet sich in einem harten Kampf. Ja, gut. Jetzt mache ich erstmal diesen Typen. Aua. Der hat mir richtig ins Face geschlagen, Alter. Ja, ja, das war aber gut. Gut ausgewichen. Zwar nicht den Attackenhagel rausgeholt, aber trotzdem gut ausgewichen. Na, und jetzt schon wieder. Ich krieg den halt gerade irgendwie nicht hin. Ah, fast. Ja, ja, fast, fast, fast. Schade. Ich hätte gern noch den Attackenhagel durchbekommen. Aber ich war einfach zu scheiße dafür. So, wie sieht's aus? Der ist doch da oben, oder nicht? Also jetzt nicht links von mir, sondern noch weiter oben. Ihm da jetzt? Ah, dann schnell dahin. Wir schicken am besten mal... Ja, okay. Die beiden sind schon da. Wie mache ich das denn nochmal? Ich würde gern... Link... Wird er... Ah, da oben. Befehl auf A. Hä? Ach, ich war da auf der... Okay, ich sehe, was mein Fehler war. Ja, okay. Link geht dahin. Und Daruk dahin. Und ich kümmere mich dann um den anderen hier.
Komm, das wäre jetzt unfair, wenn ich hier verkacke. Ich bin nämlich direkt losgegangen. Oh, hier sind aber zwei. Okay, ich bin da, ich bin da. Aua. Ja, lass erstmal was fressen. Ja, entspann dich doch. Lass mich mal... Ah, mein Gott. Okay, okay, okay. Ja, er will das nicht machen. Ja, jetzt ist sowieso schon zu spät. Und wir müssen ja das reinfressen. Er wollte nicht. Ich kann drücken, wie ich... Ach so, es lädt sich gerade auf. Ah, Moment. Holy shit. Nice Attacke, aber es hat leider nicht wirklich da von der Spezialanzeige was runtergebracht. Aber ich habe den Attackenhagel durchbekommen. Und es sind beide down. Nice. Und jetzt müssten mittlerweile auch mal Daruk und Link angekommen sein. Gefallen? Wer? Was? Wer? Wo? Und warum? Bin doch instant hingegangen. Das war doch voll gut. Also ich habe den hier erobert. Oh, scheiße. Aber Moment, er hat auch seine Spezialattacke übrig. Und können wir ihn direkt finishen? Ich glaube nicht, aber wir konnten ihm richtig heftig mitgeben. Komm, 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 komm. Egal, egal. Ich brauche das Stasis nicht. Ja, Mann. Richtig weggeklöppelt, die Typen hier. Erstatte Bericht. Prinz Sidon wurde dabei beobachtet, wie er sich dem Donnerhorn nähert. Ja. Warum macht er denn auch da was alleine? Der Idiot. Neues Ziel. Und Link ist direkt da. Also, ich dachte, das wäre jetzt ein Krog, aber nö. Ja, das wollte ich machen, aber es war wohl nicht besonders effektiv gegen die... Ja, okay. Vollkommen egal. Lass mal weiter. Oh, ne Leune. Was? Das ist Prinz Sidon? Und dieser Zwerg wollte da irgendwas alleine bezwecken, oder was? Oder war es Mipha, die wir gerade gesehen haben? Ich bin mir gerade absolut nicht sicher. Aber ist auch egal. Oh, 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 oh. Bombe, Bombe, Bombe. Komm, komm, komm. Hau ihm das rein. Ja, Mann. Komm, böllert ihm was rein. Hat nicht gereicht. Aber jetzt können wir den Schmetterangriff ausführen. Ich schätze mal ein von drei. Und Stase, Quatsch. Nicht Stasis. Cryo-Modul. Ja. Und ich glaube jetzt wieder irgendwas. Ich bereite mich... Oh, oh, nein. Ich bereite mich auf jeden Fall schon mal drauf vor. Hier irgendwas anderes nochmal zu drücken. Wahrscheinlich als... Oh, was macht der? Ah! Was zum Teufel? Oh, wir haben aber den Attackenhagel durchbekommen. Nice. Aua. Jawoll. Hau rein. Und ich glaube, ich setze jetzt auch mal meinen Donnerstab ein.
Ja, das ist auf jeden Fall extrem effektiv. Und wir können ihn direkt den nächsten Schmetterangriff drücken. Let's go. Was war das eigentlich gerade für eine komische Animation? Er kann die Flucht ergreifen. Schade. Ich wollte ihn eigentlich killen. Nein. Es war tatsächlich Sidon, den wir gesehen haben. Und nicht Mipha. Idiot. Ich hatte Angst um dich. Dennoch danke ich dir. Das war sehr mutig, kleine Sohn. Ja, wir haben den Arsch gerettet. Grinst nicht so. Ja, in der Tat. Ja, was ist? Ah. Ja, der Titan, würde ich sagen. Alles klar. Leider können die da draußen nicht sein. Okay, schon verstanden. Das war's. Mipha, Prinzessin der Soras. Abgeschlossen. 689 Rubine. Und die Holzfäller-Axt für Link. Noch ein Steinspalter für Daruk. Und eine Reiselanze für Mipha. Oder... Ach nee, wir haben mehrere wahrscheinlich erhalten. Nur ich habe gerade nur rechts geschaut. Okay, auf jeden Fall 3 Reiselanzen für Mipha. Und sogar ein Gerudo-Messer. Okay. Ein Leuchtstein, 5 Maxi-Rüben. Hashtag Kirby. Und eine Maxi-Muschel. Obwohl, nee, da waren es Maxi-Tomaten, ne? Vergesst es. Vergesst, was ich gesagt habe. Und ein Sora-Helm für Link. Oh. Es gibt noch eine Cutscene. Holy shit. Und entgegen der Wünsche des Vaters steuern wir dennoch den Titanen. Ja gut, jetzt wird's weitergehen mit dem Titanen Varuta. Allerdings sind wir schon am Ende des Parts. Und falls ihr Bock auf den Fight habt, genauso viel Bock habt wie ich, den Titanen zu steuern und dabei zu sein, besser gesagt, zu sehen, wie der Titan durch die Massen von Monstern kloppt, dann seid beim nächsten Mal gerne wieder dabei.